Riffs! Yeah! Nothing is so terrible as a pretentious movie. And action! I think people are perverts. Die Waschlauchchen, die Waschlauchchen, die verlassen du! You don't learn anything in film school that can teach you how to do that. Also so kann ich nicht arbeiten! And basically my message is... Fuck yourself. Hallo zusammen, hier ist Einmal mit Profis, der Podcast übers Filmemachen. Hallo Merlin. Hallo Jan. Ja, wir müssen jetzt noch reden, bis das Intro zu Ende ist. Ja, ich glaube, es ist gleich soweit. Und warte mal. Willkommen beim Podcast. Hallo Merlin. Hallo Jan. Wieso? Was machen wir heute eigentlich? Wir zeichnen die erste Folge von Einmal mit Profis auf, unserem aktuellen Podcast-Projekt. Und erzähl doch mal kurz, worum es in diesem Podcast eigentlich geht. Ja, du bist Filmemacher. Ja, das bin ich. So, also eigentlich bist du Student, aber wir sagen jetzt mal, du bist Filmemacher. Aber das klingt schöner, ne? Klingt ja. Ein bisschen schöner, ja. Und du hast gerade deinen ersten Film fertiggestellt, er heißt Verschwunden. Und arbeitest jetzt an deinem neuen Film, er heißt 32. Soweit korrekt. Oder sprechen wir ihn Englisch aus? Du kannst ihn 32 aussprechen. Nenn ihn 32, weil okay. Ich kann sehr schlecht Englisch reden. You know? I know, yeah. Yeah. Ja, erzähl doch mal, du hast Verschwunden hast du jetzt gerade fertiggestellt, so viele Filme, man kommt ganz durcheinander. Du hast Verschwunden jetzt gerade fertiggestellt, worum geht's denn im Film und wie war die Entstehungsgeschichte und wie ist es jetzt am Ende, wenn er jetzt endlich veröffentlicht ist? Ich fange mal ganz weit vorne an, weil Jan und ich, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und ich studiere Film an der Ruhrakademie in Schwerte mit dem Fachbereich Regie. Und da muss man quasi zwei Filme im Studium machen. Einmal ein Vordiplom und einmal ein Diplom als Abschlussfilm. Und mit Verschwunden habe ich jetzt dieses Jahr meinen Vordiplomsfilm fertiggestellt. Also einen 13-minütigen Krimi, der jetzt auch schon online auf YouTube zu sehen ist. Und mit 32, so der Arbeitstitel, geht es jetzt in die Planung meines Abschlussfilms, der dann im September 2017 fertig sein soll. Und darum geht es auch in diesem Podcast, weil wir beide große Podcast-Fans sind, große Podcast-Hörer und es ja doch sehr viele Podcasts über Filme an sich gibt, aber wir, glaube ich, einer der wenigen oder vielleicht sogar der einzige, ich bin mir gar nicht sicher, korrigiert uns, wenn wir falsch liegen, der einzige Podcast übers Filme machen sind. Das heißt, dieser Podcast beschäftigt sich mit der Entstehung meines Abschlussfilms. Genau, was wir eigentlich machen wollen, ist, wir wollen dich während der Entstehungsgeschichte deines neuen Films begleiten und alle zwei Wochen mal reinschauen, was passiert eigentlich gerade und was machst du eigentlich gerade für deinen Film, was passiert und was sind eigentlich so die Schritte, weil dieses ganze Filmemachen-Ding ist ja wirklich sehr, sehr kleinteilig und wir haben vor, euch da draußen mal so ein bisschen den Eindruck zu vermitteln, wie das Ganze vonstatten geht und worauf man drauf achten muss. Ja, erklär doch mal vielleicht noch mal zu deinem letzten Film, worum ging es da? Genau, mit Verschwunden habe ich ja gerade schon gesagt, es ist ein 15- oder 13-minütiger Krimi und ich habe versucht, das, was so einen 90-minütigen Tatort ausmacht, eigentlich in eine Kurzfilmform zu pressen, so vom groben Prinzip her und es ist eben ein Krimi draus geworden, der momentan ganz gut rezipiert wird. Klar, der Film hat Schwächen, weil man eben, wenn man einen Krimi in 13 Minuten erzählt, kann man nicht alle Leute zufriedenstellen. Das ist auch ein Projekt, wo ich sage, das ist der erste Film, bei dem ich wirklich Regie geführt habe. Also ist das weit entfernt von Perfektion, sondern für mich war es eher so eine praktische Übung, die halt eben auch noch benotet wird. Und ja, es ist einfach ein Krimi, eine relativ düstere Geschichte. Es geht so in die Richtung David Fincher, skandinavische Filme, Verblendung, so die Richtung. Aber guckt es euch einfach selber an. Link gibt's irgendwo in den Shownotes. Richtig, zwei Sätze zur Handlung, trotzdem einmal. Zwei Sätze zur Handlung. Es geht um einen Familienvater, Anfang 30, der alleinlebend ist und quasi nur noch auf seine kleine Tochter Emilia aufpasst, die eines Tages verschwindet und er versuchen muss, eine Tochter zu finden und dabei seine ganze Familiengeschichte wieder aufarbeiten muss, dabei noch seinem Alkoholismus entfliehen muss und ihr merkt schon, das klingt nach relativ viel Handlung für 13 Minuten. Bevor wir zu deinem neuen Film kommen,
Es gibt ein Festival, das heißt Herbert-Festival, was genau das ist, erklärst du gleich noch. Und wir möchten ja nicht nur reden hier im Studio, sondern wir möchten auch ein bisschen Beiträge haben, ein bisschen Kategorien haben. Und du hast unter anderem angefangen, Audio-Tagebuch zu führen. Genau, ich kann ja mal kurz aufgreifen, weil wir treffen uns nur alle zwei Wochen zum Podcasten hier im Studio. Dazwischen passiert erstaunlich viel, deswegen mache ich tatsächlich ein Audio-Tagebuch in einer mehr oder minder regelmäßigen Form. Und da hören wir jetzt einfach mal in die erste Folge rein. Band ab. Liebes Tagebuch, ein kleines Update zu meinem Vordiplom verschwunden. Heute ist Freitagabend, ich komme gerade von einem Soundcheck, denn morgen läuft der Film auf dem Herbert Jugendkunstpreis. Das ist so ein Ding in Herne, wo ganz viele Künstler und eben auch Filmemacher ihre Sachen präsentieren können. Und ich bin mal sehr gespannt, ich bin einer von nur 4 Videobeiträgen und ich glaube insgesamt gibt es 45 Aussteller. Und ja, dann werde ich mal Sonntagabend wissen, was daraus geworden ist und ob ich mir vielleicht eine Trophäe ins Regal stellen kann. Und es ist tatsächlich das erste richtig öffentliche Screening des Films, denn die Online-Premiere steht noch im Raum und in der Uni ist er auch noch nicht benotet worden. Das heißt, jetzt morgen Abend wahrscheinlich das erste Mal vor Publikum, was nicht mit mir verwandt oder verschwägert ist. Liebes Tagebuch, es ist jetzt 20 nach 3 am Samstag beim Herbert, dem Herner Jugendkunstpreis. Mein Film läuft erst in knapp 4 Stunden, also um 19:30 Uhr. Social Media weiß auch schon Bescheid. Und ja, jetzt warte ich, gucke mir hoffentlich ein paar andere coole Künstler an und werde mal berichten, wie meine Filmpremiere hier bei meinem ersten Festival so läuft. Denn ich war noch nie auf dem Festival. Es ist natürlich jetzt ein Kunstfestival und kein reines Filmfestival. Von daher weiß ich gar nicht, wie die Konkurrenz ist und wie das überhaupt bewertet wird, weil im Endeffekt gibt es nur eine Preiskategorie, in der man gewinnen kann. Ja, mal sehen. Ein paar Stunden Zeit habe ich ja noch. Liebes Tagebuch, es ist jetzt Sonntagmorgen nach dem ersten Tag des Herberts. Ich bin so ein bisschen erkältet. Und gestern Abend lief verschwunden bei so einem Publikum von, ich würde mal sagen, 100 Leute, vielleicht 150. Kann ich schwer sagen, war relativ dunkel. Ja, und die Resonanz war ziemlich gut. Sehr viel Applaus. Leute haben immer nicht verstanden, dass man erst nach dem Abspann klatscht, aber das kriegen wir bestimmt noch irgendwann hin. So gab es 2 Applaus, einmal mitten im Abspann und einmal nach dem Abspann. Ja, und heute geht's in ein paar Stunden nochmal in die Flottmannhallen. Dann werden noch ein paar Musiker auftreten. Und dann ist auch schon die Jurybesprechung und die Preisverleihung. Und ich bin mal gespannt, ob ich mich da gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte, weil es ist ja doch sehr spannend, weil quasi Filmer, Musiker und Künstler alle in einen Topf geworfen werden und halt von dieselben Preise zur Verfügung gestellt bekommen. Und da bin ich doch mal sehr gespannt, wie die Jury das irgendwie vergleichbar macht und wer dann am Ende auf dem Treppchen steht. So, kurzes Update. Noch circa 20 bis 30 Minuten bis zur Preisverleihung. Langsam werde ich doch etwas aufgeregt. Guten Morgen, liebes Tagebuch. Es ist jetzt der Morgen nach dem Herbert, Montagmorgen. Und ja, ich bin leicht verwirrt und irritiert. Denn nachdem ich 2 Tage lang auf diesem Festival mit sehr, sehr positiver Energie und Feedback überschüttet wurde, was Verschwunden angeht, ist der Film tatsächlich gestern komplett ohne Preise ausgegangen. Von den 21 Preisen, die man gewinnen konnte, ging nichts an irgendeinen Filmemacher, sondern halt an die verschiedenen Künstler und Musiker, die natürlich auch alle coole Sachen performt haben. Ja, und da frage ich mich dann, wieso? Ja, zurück im Studio und irgendwie ist er jetzt nicht ganz so gut gelaufen. Nee, irgendwie tatsächlich nicht. Das war sehr lustig, ich habe es ja schon beschrieben. Aber inzwischen ist doch so der Moment gekommen, wo man sich so ein bisschen mit dem Feedback arrangiert hat. Und natürlich, man sagt immer, eine negative Kritik ist viel schlimmer als 10 positive. Und ja, damit muss man sich halt irgendwie als Kreativer, der seine Sachen natürlich auch präsentieren will, arrangieren. Momentan ist es so, ich kann sagen, dass so 2 Drittel des Feedbacks positiv ist und 1/3 negativ. Aber bei dem Drittel, was negativ ist, lese ich halt die Kommentare wirklich und frage mich dann, was die Leute von so einem Film erwarten und wie die da rangehen und ob so Leute noch normal Fernsehen gucken können, weil es dann wirklich so, ja, das ist aber, der eine Punkt gefällt mir nicht und der andere Punkt gefällt mir nicht. Wo ich dann denke, haben die den Film jetzt 4-mal gesehen und analysieren den wirklich kaputt oder ist es halt so ein erstes Ding?
weil ich doch sagen kann, dass mir der Film immer noch gefällt. Dir geht es ja wahrscheinlich da ähnlich. Ja. Aber man kann natürlich nicht alle glücklich machen, weil im Endeffekt, klar, man kann Massengeschmacksfernsehen machen, aber man will ja doch irgendwie seine eigenen Geschichten erzählen. So viel zu Verschwunden. Guckt euch den Film an, wenn ihr wissen wollt, wovon wir hier eigentlich reden. Und jetzt geht's weiter. Genau, über Feedback freut sich der liebe Merlin natürlich auch weiterhin, sowohl über Positives als auch über Negatives, denn... Solange es konstruktiv ist. Ja, das meine ich ja. Denn du möchtest ja auch lernen für den nächsten Film. Und, tolle moderative Überleitung, der nächste Film. Wunderschön. Soll ich da was zu erzählen? Ja, richtig. Oh, einmal mit Profis. Ja, einmal mit Profis. Name-Dropping ist unsere große Stärke. Nein, mit meinem nächsten... Wie heißt der Podcast nochmal? Einmal mit Profis, glaube ich. Ah, kachelmannwetter.de. Ja. Komm, Entschuldigung. Ist okay. Nein, also in meinem neuen Film 32 habe ich überlegt, was dem Studentenfilm in Deutschland fehlt. Hochgegriffener Satz erstmal. Nein, aber ich habe einfach überlegt, ich sehe viele Studentenfilme, wovon viele so in Richtung Drama, Kammerspiel, irgendwie halt so dramatische Sachen und so gehen. Ich habe halt überlegt, wo ist die Grenze so dessen, was man im studentischen Rahmen irgendwie erzählen kann. Auf der einen Seite ist Sci-Fi da natürlich ein großes Genre. Aber ich und After Effects sind keine Freunde und deswegen ist Sci-Fi für mich so ein bisschen rausgefallen, einfach weil es auch nicht mein Genre ist. Klar, ich mag Star Wars und so, aber irgendwie ist es nicht ganz so meins. Deswegen geht 32 in eine Richtung, die so das Martial Arts Kino irgendwie bedient. Allerdings nicht nur, weil ich bin großer Martial Arts Fan, eher der Neuzeit. Also klar, ich kenne auch die Bruce Lee Filme und Jackie Chan und so, aber eher so... Das, was in den 2000ern so aus Asien kam. Und finde die, wie gesagt, sehr schön. Allerdings ist es da so, dass oft der Hauptdarsteller meistens irgendein Choreograf, irgendein Kampfsportler ist und so. Und eben die Filme eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Kampfszenen sind, ohne dass der Schauspieler wirklich emotional brillieren muss. Da ich jetzt aber, wie gesagt, Regie studiere und nicht irgendwie Kung-Fu-Inszenatorik, habe ich mir gedacht, ich will es irgendwie so Hälfte-Hälfte halten, dass es eben auf der einen Seite für Schauspieler interessant, ein interessantes Skript ist, eine interessante Idee ist, eben auch um emotionale Szenen zu haben und auf der anderen Seite eben Martial Arts Choreografien drin hat, weil ich das auch einfach mal ausprobieren will. Das heißt, du hast schon ein Skript geschrieben? Ja, also ich habe ein Skript geschrieben, wobei Skript und verschiedene Versionen ist immer so eine Sache. Also ich habe erstmal eine Geschichte geschrieben, wo ich sage, ja, funktioniert und ist eine Basis, auf der man quasi weiterarbeiten kann und die ich dann zum Beispiel dir geben kann, wo du sagst, okay, ich weiß, worum es geht. Im Film ist es immer so, da werden wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, dass ein Skript sich sowieso immer verändert und dass ich da momentan halt dran sitze und eigentlich alle zwei Tage irgendeine neue Idee mit reinarbeite. Wenn du schreibst, wie sieht es aus, wie funktioniert das? Also wie schreibt man denn eigentlich ein Drehbuch? Das ist, glaube ich, bei jedem tatsächlich unterschiedlich. Es gibt da die verschiedensten Bücher und Theorien zu. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eine ganz oft banale Idee erstmal habe. Und davon ausgehend schreibe ich dann erstmal was. Und es kommt immer ein bisschen drauf an, wenn es längere Geschichten sind, mache ich mir vorher ganz viele Notizen zu Charakteren und so. Wenn es was Kürzeres ist, schreibe ich erstmal drauf los und gucke, was passiert. Und so war es tatsächlich auch bei 32. Ich habe erstmal eine wirklich Kurzgeschichte geschrieben, also maximal so 5 Seiten Skript. Über einen Drogendeal in einer dystopischen Zukunft, quasi. Also ganz, schreibst du dann quasi einen Aufsatz oder einen Roman wirklich als Text runter, wie man das jetzt zum Beispiel für einen Roman machen würde? Oder schreibst du es schon so, wie man jetzt so ein Drehbuch kennt? Oder ein Drama? Ich persönlich schreibe es in Drehbuchform. Also ein Drehbuch hat eine ganz, ganz spezielle und festgelegte Formatierung. In der schreibe ich auch, einfach weil Drehbuch meine Materie ist. Also klar, ich kann auch Artikel schreiben und Dramen schreiben und in einer Romanform schreiben. Aber für mich ist die Form, in der ich mich am besten ausdrücken kann, wirklich diese Drehbuchform. Also was sehr, sehr runtergebrochenes, was sehr, sehr übersichtliches und nicht eben Thomas Mann-artig Verschnörkelungen. So, das ist einfach nicht mein Stil. Du sagst gerade, dass ein Drehbuch eine ganz besondere stilistische Form ist. Wie zeichnet sich die denn aus? Erstmal relativ übersichtlich, also wenn man sich so ein Drehbuch anguckt, weiß man quasi, wenn man ein Schauspieler ist, direkt wann welche Rolle spricht. Es ist relativ unemotional geschrieben tatsächlich, also es gibt eigentlich fast keine Adjektive in einem guten Drehbuch. Und ja, es ist einfach relativ kurz, knapp und übersichtlich und das mag ich halt daran.
Was auch zu Problematiken führt, weil ganz oft ich Gedanken im Kopf habe zu diesem Skript jetzt und zu diesem Film, die dann aber aufgrund der Objektivität dieses Drehbuches nicht im Drehbuch stehen, sondern nur in meinem Kopf erstmal bleiben, weil ich mir denke, ach, fürs Drehbuch sind sie vielleicht zu emotional oder zu detailliert. Und das muss man halt natürlich im persönlichen Gespräch immer noch klären, was denn hinter dem Drehbuch eigentlich steht. Hast du da ein Beispiel für? Tatsächlich ist es bei mir die Welt. Also der Film spielt in einer dystopischen Zukunft und das ist am Anfang des Drehbuchs durch so einen kleinen Text kurz erklärt, aber nicht wirklich, weil ich natürlich möchte, der Zuschauer kriegt am Anfang auch keine Erklärtafel und der muss sich halt über die verschiedenen Szenen hinweg die Welt irgendwie erschließen. Und deswegen ist das Drehbuch auch so geschrieben. Also am Anfang gibt es eine ganz, ganz kurze Erklärung, aber nur für die Rahmenhandlung eigentlich. Aber die Welt erschließt sich eben durch die Szenen hindurch. Und ich hatte das dann oft, dass Leute, während sie das Drehbuch gelesen haben, mir schon Feedback geschrieben haben dazu und dann zwischendurch fragten, warum ein paar Dinge so sind. Wobei sich das, wenn man die ganze Welt dann verstanden hat, erklärt, glaube ich zumindest. Okay. Ja, das heißt, so ein Drehbuch ist dann, also wenn ich jetzt anfange, oben so ein Drehbuch zu lesen, was ist denn das Erste, was ich zum Beispiel lese? Das Erste, also es ist erstmal in Szenen gegliedert, wie ein Film auch in Szenen gegliedert ist. Und jedes Drehbuch oder jede Szene hat erstmal eine Überschrift. Da steht, wo es spielt, in welchem Raum, ob es innen oder außen spielt, weil das wichtig ist für die Produktion. Also im Innern eines Hauses, eines Raumes oder halt draußen auf der Straße zum Beispiel. Genau, wobei da ein Unterschied ist, dass zum Beispiel Autos auch als Innenraum zählt. Okay. Und dann, ob es Tag oder Nacht ist, weil das eben auch produktionstechnisch wichtig ist, weil eben man muss dazu wissen, dass ein Drehbuch der quasi die Seiten sind, auf die sich die gesamte Filmproduktion immer bezieht. Und das heißt, da muss für jeden die wichtigsten Informationen drinstehen. Was jeder wissen muss, ist, wo spielt es, ist es Tag oder Nacht und ist es innen oder außen. Und dann gibt es meistens so einen kleinen Erklärtext zu der Location, also zum Ort, wo spielt es, welche Charaktere sind da und so weiter. Und eigentlich gibt es nur diese Erklärtexte, was auch oft Handlungen sind, die beschrieben werden, und eben der Dialog. Und der Dialog ist ganz klassisch wie in einem Theaterdrehbuch, einfach Person A sagt das, Person B sagt das, Person C sagt das, untereinander geschrieben. Sind denn da auch schon Regieanweisungen drin? Irgendwie, also er sagt leise oder die Person schreit oder die Person ist sehr still oder bewegt sich hektisch? Das kommt immer tatsächlich auf das Drehbuch an. Ich versuche es zu vermeiden, einfach weil ich möchte, dass ein Schauspieler das relativ objektiv lesen kann. Also was man oft liest, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Skript von jemand anders bekomme, dass da oft Ideen des Autors noch drin sind, weil er natürlich möchte, dass das genauso verfilmt wird, wie er es geschrieben hat. Aber wenn ich mein eigenes Stück inszeniere, mache ich mir halt eine Notiz nebenan und weiß dann, okay, das und das habe ich mir bei der Szene gedacht, das muss ich nicht ins Drehbuch schreiben, aber ich weiß es beim Dreh quasi noch. Das heißt, eigentlich ist so die Aufgabe des Drehbuchautors gar nicht die emotionale Ebene schon reinzubringen, weil das dann wieder die Aufgabe des Regisseurs am Set ist oder des Schauspielers und der Drehbuchautor gibt gar nicht vor, wie das jetzt emotional und schauspielerisch ausgelegt werden soll? Ja, er kann es vorgeben, aber für mich ist die Regiearbeit eine Interpretation des Werkes des Drehbuchautors. Und je nachdem, mit was für einem Drehbuchautor und was für einem Produzenten noch man zusammenarbeitet, hat man als Regisseur natürlich gewisse Interpretationsfreiheiten. Und da kann dann im Drehbuch stehen, meinetwegen auch, er schreit das. Aber wenn ich mit dem Schauspieler am Set merke, wieso muss der schreien, das funktioniert viel besser, wenn er es flüstert oder leise sagt, dann kann man das auch machen. Okay, und dann sind wir bei einer Szene quasi am Ende. Gibt es dann am Ende noch irgendwelche Informationen? Eigentlich nicht. Also quasi, wenn die Szene vorbei ist, geht es direkt mit der neuen Überschrift in die neue Szene über. Man sagt ja normalerweise, ein guter Film ist anderthalb Stunden lang, so ungefähr. Ja. Das war ja zumindest früher mal das Maß der Dinge. Heute sind Filme ja zum Teil auch deutlich länger. Oder wieder länger. Wie ist das? Wie schreibt man denn jetzt einen Film auf eine Zeit? Es gibt da so eine Grundregel, die besagt, eine Drehbuchseite ist eine Minute Film. Das gilt natürlich meistens eher für Dialogszenen, für beschreibende Handlungen ist es immer schwierig, weil man kann einen Autounfall auf in zwei Sätzen beschreiben oder in vier Seiten, aber im Film kann es dann gleich lang sein. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig, aber generell so eine Minute Film ist eine Seite Drehbuch funktioniert. Und da ist es jetzt so, dass es ja eben die Kurzfilme und die Langfilme gibt
Und ich sag mal, Langfilme beginnen so bei, ja, 65, 70 Minuten so mindestens, weil sonst ist es nicht abendfüllend und kein abendfüllender Spielfilm. Und Kurzfilme, wenn man jetzt nach Festivalrichtlinien geht, gehen so 20, 25 Minuten, aber eigentlich nicht länger. Und die Zeit dazwischen, also 25 bis ja, 60, 65 Minuten, ist eigentlich, man sagt dazu gerne Festival-Todeszone, weil das einfach ein Film ist, den man nachher nicht irgendwie vermarkten kann. Und was gibt es zum Drehbuch noch zu sagen? Also welche Aufgabe hat das Drehbuch? Das Drehbuch hat in erster Linie natürlich die Aufgabe, eine Geschichte zu erzählen, finde ich, aber eben auch, wie gesagt, Leitfaden für die gesamte Produktion zu sein. Das heißt, wenn da eben ein Raum beschrieben ist, dann weiß der, der sich um den Raum kümmert, dass dieser Raum gebaut wird oder gefunden wird, aha, so einen Raum suchen wir. Und wenn da drin steht, spielt, wie gesagt, nachts in einem Auto auf einem Parkplatz, dann wissen alle, okay, wir müssen nachts auf dem Parkplatz drehen in einem Auto. So, und das ist einfach quasi für die Gleichschaltung der Produktion gedacht, weil das eigentlich das erste Dokument ist, auf das sich eben alle beziehen. Okay, und das Drehbuch hast du jetzt schon angefangen, arbeitest aktuell ja noch daran weiter. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du mehr oder weniger täglich da nochmal was dran veränderst und eine neue Version schreibst. Was hast du sonst noch so gemacht, seitdem du mit der Arbeit begonnen hast? Wie lange arbeitest du eigentlich jetzt schon an dem Film? Es hat sich tatsächlich ein bisschen mit der Postproduktion von Verschwunden überschnitten, das habe ich ja gerade schon gesagt, aber ich hatte immer das Problem, dass ich quasi nicht an 32 arbeiten konnte, weil Verschwunden noch auf meinem Schreibtisch lag. Mhm. Und Verschwunden ist jetzt seit, ja, 2 Wochen weg und seitdem kann ich quasi frei daran arbeiten. Ich habe das Drehbuch jetzt geschrieben, habe mir natürlich gleichzeitig so Dokumente angelegt über die Welt, in der es spielt, über die Charaktere, die darin vorkommen, alles, was man eben so an Randnotizen irgendwie macht und bin da quasi erstmal in der Drehbuchphase, gucke natürlich schon nebenbei so ein bisschen, was für Schauspieler man dafür kriegen könnte, was für Locations man haben könnte, weil ich, ja, bei mir ist es oft so, dass wenn ich schreibe, habe ich quasi meinen kleinen Produzenten und Geldgeber im Ohr sitzen, der jede Szene eigentlich auf eine Umsetzbarkeit prüft. Der dann auch wieder du bist in deinem Studenten-Use Case. Genau, aber das ist halt so, was ich dann immer denke, klar, eine Szene in einem Flugzeug wäre cool, aber ist vielleicht in dem studentischen Level, wo man arbeitet, nicht umsetzbar. Mhm. Und da ist eben auch der Punkt mit den Martial Arts Szenen. Ich habe von Anfang an gesagt, ich mache diesen Film nur in der Form, wenn Martial Arts machbar ist. Und bei mir ist es so, ich habe da ein bisschen Erfahrung. Ich habe mal ein paar Jahre Capoeira gemacht, mache das aber nicht mehr, weil es einfach zeitlich keinen Sinn mehr macht. Und habe mir jetzt Artisten aus dem Zirkus hier gesucht, mit denen ich quasi ja seit ein paar Wochen jetzt Choreografien erarbeite. Aber erstmal so auf einer ganz lockeren Basis, einfach mal gucken, was geht. Und dass ich im Endeffekt in ein paar Wochen entscheiden kann, yo, den Film mache ich jetzt. Alles klar. Also du machst mehr oder weniger gerade so ein bisschen Drehbucharbeit, du arbeitest mit den ersten Kampfkunstmenschen zusammen, weil das ist Martial Arts, vielleicht hätte man den Begriff nochmal ein bisschen besser erklären müssen. Und es sind so die ersten Schritte, die du gerade tust. Auf jeden Fall, das sind so die Schritte, die ich momentan mache, mit denen ja natürlich auch jeder Film irgendwie anfängt, jetzt mal von den Martial Arts Choreografien abgesehen. Und das ist auch das, was mich so die nächsten Wochen auf jeden Fall noch ordentlich auf Trab halten wird. Da werden jetzt langsam immer mehr andere Aufgabengebiete noch dazukommen, aber das Drehbuch hat immer noch das Hauptaugenmerk. Was hören wir nächste Woche? Oder übernächste Woche? In 2 Wochen werden wir wahrscheinlich schon ein bisschen was von den Choreografien mitkriegen. Da werden wir einen Beitrag zu machen und alles Weitere ergibt sich jetzt so in der nächsten Zeit. Alles klar. Ja, dann danken wir fürs Zuhören. So, habe ich meinen letzten Moderationspart auch noch ordentlich gegen die Wand gefahren. Ja, schön, ne? So, mega. Gut, und dann würden wir sagen, bis in 2 Wochen. Danke fürs Zuhören. Jo. Ihr habt die Möglichkeit, uns einen Groschen in den Hut zu werfen, sowohl über Flatter als auch über Patreon. Mehr dazu gibt's auf einsmal mit Profis. Die 1 ist eine Zahl, wie man das in der aktuellen Jugendsprache so macht. einsmalmitprofis.de. Genau, und wenn dieser Podcast online geht, müsste auch schon die Facebook-Seite für den Film 32 online sein. Kranker Scheiß. Findet ihr unter facebook.com/32, natürlich als Zahl geschrieben und dann Film. Cool. Alles klar. Dann danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.